Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es geht Ihnen gut an diesem jungen Tag und ich darf Sie nun ganz herzlich zu einer neuen Folge von Guten Morgen begrüßen. Bei uns zu Gast ist heute Frau Dr. Maryam Abdulaziz Al-Safan. Guten Morgen, Frau Dr. Maryam. Guten Morgen, vielen Dank. Und ich möchte mich auch für die Einladung zu diesem Gespräch bedanken. Und wir freuen uns sehr, dass Sie zu Guten Morgen gekommen sind. Dr. Maryam, Sie kandidieren? Ja, ich kandidiere für den Gemeinderat. Sehr schön. Sicherlich gibt es da viele Themen, die besonders für Sie als junge Frau von großem Interesse sein dürften. Das ist richtig. Ich meine, ich bin Ärztin. Zum Beispiel die Grünanlagen. Ich nehme an, Sie hätten auch gern mehr gepflegte Parks in der Stadt, oder? Wie sieht es aus mit Spielplätzen? Parks sind wichtig, ja, da haben Sie sicher recht. Aber wie ich gerade sagte, ich bin Ärztin und ich gehe hier in der Klinik arbeiten. Und ich weiß, wie schwierig es ist, uns zu erreichen, weil die Straße nicht asphaltiert ist. Wirklich sehr interessant. Ich muss sagen, das klingt spannend. Glauben Sie, Ihre Kandidatur wird allgemein anerkannt? Oder freuen sich nicht primär Frauen, dass Sie bei der Wahl antreten? Ich hoffe doch, dass sich Männer und Frauen darüber freuen. Tja, ehrlich gesagt, und ich möchte Sie nicht verletzen, bitte glauben Sie mir, doch Ihre Kandidatur ist hauptsächlich für Frauen interessant. Nein, ich spreche alle Bürger an. Es ist wohl richtig, es gibt Themen, die sind für Frauen relevanter. Darüber will ich nicht streiten. Aber ich denke, meine Kandidatur ist für alle relevant. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Das ist der Grund dafür, dass ich mich zur Wahl stelle. Ich möchte in unserer Region etwas bewegen, verstehen Sie? Sei es der Ausbau einer Zufahrtsstraße oder eine Veränderung überholter Ansichten, die manch einer mit sich herumträgt. Welche Ansichten meinen Sie, Frau Doktor? Ansichten, die einige Leute denken lassen, dass ich aufgrund meines Geschlechts nicht ernst zu nehmen bin. Sehr interessant. Danke. Und los. Wir sind die einzige Klinik mit einer Notaufnahme. Also, ich meine hier in der Region. Und die Zufahrtsstraße ist nicht asphaltiert. Im Moment sehen wir keinen zwingenden Anlass, Gelder freizugeben, um das Projekt zu finanzieren. Nein, er hat keine Zeit für Sie. Er empfängt heute nur Bewerber für den Gemeinderat. Gut, dann geben Sie mir einen Antrag. Eins, zwei, drei, dumm. Die meisten von Ihnen kennen mich natürlich und wissen, warum ich hier oben stehe. Ich möchte mit Ihrer Hilfe einen Platz in unserem Gemeinderat erringen. Was du davor hast, kann recht schwierig werden, ganz besonders für eine junge Frau wie dich. Wir sollten mit Papa sprechen. Er muss sie abhalten. Papa? Der ist doch genauso verrückt. Ich bin Kandidatin einer Wahl. Und so einer Person begegnet man mit Respekt, ob sie nun Mann oder Frau ist. Wir lassen uns von Frauen nicht sagen und wir wählen noch keine Frauen. Der Platz einer Frau ist im Haus. Ich hab doch gesagt, bring mich bloß nicht in das Krankenhaus, in dem Frauen arbeiten. Bring mich zu einem Arzt. Ich sag dir weg! Ich zeig Ihnen, was ich kann. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen und Sie werden am Wahltag mir Ihre Stimme geben. Mein Mann würde mich umbringen, aber ich rede mit ihm. Dein Video geht gerade viral. Sicherlich gibt es da viele Themen, die besonders für Sie als junge Frau von großem Interesse sein. Das ist richtig. Ich meine, ich bin Ärztin. Zum Beispiel die Grünanlagen. Wie sieht es aus mit Spielplätzen? Da ist ja unsere Kandidatin. Dein heimlicher Freund? Ich bin stolz auf dich. Was du hier machst. Meine Töchter machen mich fertig. Irgendwann bekomme ich ihretwegen einen Herzinfarkt.